Gefecht um das polnische Postamt in Danzig. Ähnlich wie das Gefecht um das polnische Munitionsdepot auf der Westerplatte fand es auf dem Gebiet der freien Stadt Danzig statt. Beide Orte waren rechtlich laut Versailler Vertrag polnische Exklaven auf dem Gebiet Danzigs. Das Gefecht um das polnische Postamt in Danzig gehörte zu den ersten Kampfhandlungen beim Überfall auf Polen, mit dem das nationalsozialistische Deutsche Reich in Danzig den Zweiten Weltkrieg auslöste. Polen war zugestanden worden, zur Postversorgung im Danziger Hafen bzw. im Bezirk Danziger Altstadt einen eigenen Postdienst einzurichten. Im Postgebäude wurde ein Waffendepot angelegt, 40 Pistolen, 3 leichte Maschinengewehre Typ Browning und 3 Kisten voller Handgranaten. Der Plan war, wie bei der Westerplatte, sich so lange zu verteidigen, bis die reguläre polnische Armee zum Einsatz eintrifft. Da der polnische Korridor nahe lag, veranschlagte man dafür 6 Stunden. Im August eskalierte die Lage zusehends. Das Gebäude der polnischen Post wurde am 1. September um 4.45 Uhr von der SS Heimwehr Danzig und Polizeitruppen der freien Stadt Danzig angegriffen, gleichzeitig mit dem Angriff des Kriegsschiffes Schleswig-Holstein auf die Westerplatte. Zuvor hatte man schon Strom- und Telefonleitungen gekappt. In diesem Moment befanden sich in dem Gebäude 57 Personen, 40 Postbeamte aus Danzig, 10 aus Dingen und Bromberg, ein Angestellter der polnischen Eisenbahn sowie der dort wohnende Hausmeister samt Frau und 10-jährige Adoptivtochter. Der Angriffsplan, vorbereitet im Juli 1939, sah vor, die Post mit Hilfe von 3 Sturmgruppen zu erobern, wovon eine zur Ablenkung den Haupteingang angreifen sollte, wobei zur Deckung 3 österreichische Stuartkz-Radpanzer dienten, beschriftet mit Sudetenland, Ostmark und Saar. Das Kommando hatte Willi Bittke von der Danziger Polizei. Der erste deutsche Angriff wurde aufgehalten, obwohl man kurzzeitig am Eingang eindringen konnte, dabei allerdings Verluste erlitt, 2 Tote, 7 Verwundete. Der Angriff vom Seitengebäude aus durch die Wand wurde auch abgewehrt, dabei starb der polnische Kommandant Konrad Gudowski durch seine eigene Handgranate. Um 11 Uhr wurde mit Unterstützung von 2 nun eingetroffenen Geschützen angegriffen, jedoch ergebnislos. Ein 2-stündiges deutsches Ultimatum um 15 Uhr wurde von den Verteidigern ignoriert. Zwischenzeitlich traf eine Pioniereinheit ein und platzierte eine Sprengladung im Keller unter dem Eingang. Um 17 Uhr sprengte diese ein großes Loch in die Fassade und ein nächster Angriff folgte, nun auch mit einem 105 mm Geschütz. Das Gebäude wurde dabei teilweise erobert. Um 18 Uhr wurde von den Angreifern Benzin in den Keller, wo es noch Widerstand gab, eingepumpt, angezündet und gleichzeitig mit Flammenwerfern vorgerückt, denen 3 Polen zum Opfer fielen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren somit 6 Polen im Kampfgeschehen gestorben. Um 19 Uhr entschieden die 50 am Leben gebliebenen Verteidiger sich zu ergeben. Die ersten 2 Personen, die aus dem Gebäude mit weißer Flagge heraustraten, waren Direktor Dr. Jan Michon und Kommandant J.O. mit Akut Cefasik. Beide wurden erschossen. 6 konnten fliehen, die restlichen 44 wurden festgenommen. 16 Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. 6 davon starben, darunter das 10-jährige Mädchen. Von den 6 Flüchtigen wurden 2 später gefasst. Am 8. September standen 28 unverletzte Verteidiger vor dem Kriegsgericht, am 30. September die restlichen 10.
Alle wurden als Partisanen bzw. für die Zugehörigkeit zu einer illegalen Kampfgruppe zum Tode verurteilt. Die Verurteilten wurden wahrscheinlich am 5. Oktober erschossen. Das Urteil wurde im Jahr 1998 vom Landgericht Lübeck als widerrechtlich revidiert. Polnische Post in Danzig. Nach Artikel 104 des Versailler Vertrages völkerrechtlich wurde polnisches Territorium von Polen verteidigt, sodass sie nicht als Partisanen anerkannt werden konnten. Die an diesem Justizmord beteiligten Juristen, Kurt Bode, Gerichtsvorsitzender, und Hans-Werner Giesecke, Ankläger, minus wurden nie zur Verantwortung gezogen. Beide machten in der Bundesrepublik Deutschland erneut Karriere. Die Belagerung der polnischen Post in Danzig wird im Roman Die Blechtrommel von Günter Grass literarisch sowie im gleichnamigen Film dargestellt. Wir laden Sie ein, unseren historischen Kanal zu abonnieren. Klicken Sie auf das schwarze Pro Patria Poland Team Symbol und abonnieren Sie. Vielen Dank und bis bald.